Weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Heute schauen wir uns an, wie man mit Schwert und Schild kämpft. Einmal in der Defensivhaltung und einmal in der offensiven Haltung. Also, legen wir los. Ich hatte ja zu Anfang direkt Schwert und Schild gewählt bzw. behalten. Man startet ja mit Schwert und Schild. Ich bleibe auch jetzt unausgerüstet. Ich habe extra meine Rüstung abgelegt, damit man da jetzt nicht noch irgendwelche Vorteile hat von den verschiedenen Bonuseffekten, die dann da drauf sind. Wir müssen bloß noch einmal die Talente verteilen und dann gehen wir komplett jetzt in den Schwert- und Schildkampf. Also setzen wir einmal die Attribute zurück, Werte ändern. Bis Level 20 kann man das jederzeit noch kostenlos zurücksetzen. Und wir gehen bei Schwert und Schild erstmal komplett schön auf Stärke. Das ist jetzt hier ein Level 18 Charakter auch schon. Ja, und dadurch, dass wir jetzt hier natürlich gar keine Points von der Rüstung her haben oder Minimalpunkte hier nur von der Rüstung her haben, machen wir hier noch mal 2 Punkte in Leben. Dann haben wir hier schon den ersten Knotenpunkt. 5% Schaden von leichten Angriffen mit Nahkampfwaffen und plus 10% auf Geschwindigkeit beim Bergbau, dadurch, dass wir halt dicke Arme haben. So, zugewiesen. Anfangen können wir jetzt einfach mal auch mit der offensiven Skillung. Einhand, Schwert und Schild. Auch hier können wir noch immer alles zurücksetzen, so oft wir wollen, bis Level 20. Und wir fangen an hier mit diesen 3 wichtigen Punkten. Punkte zuweisen, dann haben wir das jetzt hier schon mal stehen auf den Tasten Q, R und auf F. Und dadurch, dass wir Stufe 9 sind beim Schwertkampf auch schon, beziehungsweise Stufe 8 sind auf dem Weg zur Stufe 9, können wir jetzt hier noch weitere Punkte verteilen. Ab Stufe 4 kann man 3 Hauptpunkte einsetzen und jetzt gehen wir hier nochmal in die passiven Punkte ein paar Werte rein, einmal hier. In erfolgreiche schwere Angriffe verleihen dir für 5 Sekunden 30% Ermächtigung. Ermächtigung erhöht den Schaden. Also da machen wir den Punkt rein. Dann machen wir auch hier in der Wirbelklinge nochmal einen Punkt mehr rein. Wirbelklinge verursacht für 10 Sekunden 5% Aufgerissen-Status. Aufgerissen verringert die Rüstung des Ziels. Und wir erhöhen hier die Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer mit dem Schwert. Das machen wir natürlich auch noch gerne da rein. Und zu guter Letzt verteilen wir dann den letzten Punkt hier auch nochmal in taktischer Schlag. Damit haben wir jetzt hier alle Punkte verteilt, weisen diese Punkte zu und gehen jetzt in den Angriff rein. Nehmen wir mal den hier als erstes. Wir können hinspringen. Und ja gut, wir metzeln die Gegner hier natürlich ratzfatz schon kaputt, alleine mit den normalen Standardangriffen. Aber auf der Taste F, gucken wir es hier nochmal eben, haben wir jetzt hier gerade den Sprungschlag drauf. Auf der Taste R den Rückenstich, der dreht sich halt so ein bisschen um und sticht nach hinten. Und dann haben wir hier die Wirbelklinge, die nutzen wir jetzt gleich alle schön nacheinander. Und für euch einfach, ja, schaut es euch an. Entscheidet für euch selbst, ist das der Style, wo ihr Bock drauf habt? Seht ihr euch selbst in so einer Art zu kämpfen? Oder sagt ihr, zack, ich bin da vielleicht doch eher mit anderen Waffen unterwegs? Darum geht es in der Serie, um euch einfach mal zu zeigen, wie die ganzen Waffen so funktionieren und wie man da in Action mit den Waffen auch weiter skillt und levelt und Gas gibt. An für sich ist das natürlich jetzt hier schon ein bisschen übertrieben. Die haben natürlich nicht wirklich eine Chance hier mit halbem Level. Und ja, man haut sie ratzfatz alle um. Vielleicht gehe ich gleich auch nochmal in ein etwas härteres Gebiet, damit man auch beim Blocken, beim Schildblocken und so auch sieht, wie viel Schaden eigentlich auch reinkommt. Also, gesagt, getan. Ich bin jetzt hier an einer deutlich schwierigeren Stelle angekommen. Und hier gehen wir jetzt mal rein und metzeln uns ein bisschen durch die Skelette. Im Großen und Ganzen sind wir hier recht schnell mit unterwegs. Müssen allerdings auch hier immer mal wieder darauf achten, dass wir blocken. Gerade natürlich solche
er regelt das für uns. Gerade solche schweren Angriffe, das heißt in dem Moment, wo sich die Gegner ja so ein bisschen verwandeln oder anfangen zu leuchten, da kommt gerade wieder so ein schwerer Angriff. Da müssen wir natürlich zusehen, dass wir dann uns auch so ein bisschen vielleicht ausweichen oder ein bisschen zurückziehen. Schnappen wir uns mal den nächsten. Doch, jetzt rennen wir hier gerade alleine, das geht's. Also, hier haben wir das nächste Ziel. Anspringen. Schön daneben springen. Und ausweichen. Zack. Und dann, Bibi. Da seht ihr, wie viel Schaden da reinkommt. Also, da muss man wirklich aufpassen. Es braucht ein bisschen Übung. Man sieht aber mit der Zeit, welche Moves und was die Gegner so machen für Angriffe. Und dann ist man da irgendwann auch vorbereitet. Und hat da nicht mehr die Probleme damit. Schwerer Angriff. Guck mal, jetzt erstmal einmal zurück. Können wir nochmal einen schweren geben. Zack, dran vorbeigesaust. Und jetzt kriegen wir nochmal einen schweren. Und das ist der Finisher gewesen. Siehst du, jetzt haben wir auch noch einen Buff. Können direkt weiter. Und so metzelt man sich dann schön Stück für Stück durch die Massen. Zack, ausweichen. Hier kommt gerade ein Heiler vorbei, sehr nett. Ich war vorhin hier auch noch unterwegs mit dem Heiler. Also selbst geheilt. Gerade in der Gruppe macht das dann natürlich richtig Bock hier. Und Finishing. Ja, so metzelt man sich dann halt als Nahkämpfer hier durch. Macht Spaß. Geht ordentlich vorwärts. Und ja... Das Einhandschwert sieht zwar so ein bisschen, sieht so wenig aus sozusagen, aber es haut tatsächlich ordentlich rein. Ah, ich sehe, ich brauche dringend mehr Rüstung. Also, apropos Rüstung, eben ein bisschen was snacken, wieder regenerieren und dann schnappe ich mir mal die andere Skill. So, da hat er sich ein bisschen ausgeruht. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal geskillt und zwar habe ich zum einen... Hier den Tank natürlich schwerpunktsmäßig auf Konstitution geskillt, dass er mehr Lebenspunkte hat. Und ich habe ihn auf Stärke geskillt. Als nächstes haben wir dann natürlich hier noch die Talente. Auch hier habe ich die Punkte schon verteilt. Einmal als erstes natürlich auf den Schildsturm, auf Schildschmetterer. Und dann hier die Trotzhaltung und dann noch die passiven Werte eingestellt. Robuster Schild. 15% zusätzlich physische Rüstung. Dann haben wir hier, wenn du mit einem Schild blockst, laden sich alle Schildfertigkeiten um 1% wieder auf. Dann haben wir hier als nächstes, erhalte 15 Ausdauer, wenn du ein Ziel mit Schildschmetterer, Schildhetze triffst. Und als letztes hier noch zur Rückgewinnung. Alle erhaltenen Heilungseffekte und Regeneration werden um 10% erhöht. Also alles sehr defensiv. Und mit der Skillung gehen wir jetzt mal rein und schnappen uns die ersten Gegner. Ich bin sehr gespannt, ob er jetzt hier auch Damage macht und wie viel er aushält. Nahezu ohne Rüstung. Wir müssen natürlich jetzt reinrennen, können aber jetzt hier schon direkt, ich sag mal, anstürmen mit dem Schild und hauen den einfach immer schön direkt einen vor den Kopf. Ausweichen. Also ihr seht, es braucht schon ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz kriegen wir den natürlich auch als Tank platt. Und was man natürlich auch gut machen kann, man kann die Gegner schön unterbrechen hier mit den Schilden. Und hier einen schweren Angriff. Zack, nochmal den Block hinterher. Auch hier wieder ausweichen. Und wieder unterbrechen, wieder zur Seite. Und das war's. Also immer schön... Diese Schlagintervalle abwarten. Es sind immer drei Schläge quasi in Folge. Man hat diesen Standardschlag. Das war jetzt der schwere Schlag. Schwerer Stich. Zack. Und wenn man einen leichten Angriff macht. 1, 2, 3. Und dann ist das der Finisher sozusagen. Auf diesen Finisher basieren auch die verschiedenen Skills manchmal. Da steht dann so etwas drin, dass Schlag 2 oder 1 und 2 mehr Schaden macht. Oder dass der dritte eine extra Fähigkeit hat oder der dritte Schlag mehr Schaden macht. Also da musst ihr ein bisschen drauf achten. Bei den passiven Fähigkeiten, hier konnte man jetzt gerade nochmal schön sehen, wenn die Gegner selbst in dieser Phase sind,
dass sie jetzt einen schweren Angriff ausführen, kann man sie dann nicht drin unterbrechen. Also nicht zum Taumeln bringen oder zurückstoßen. Auch beim Speer fällt das später auf. Wenn man da die Füße wegziehen will mit dem Speer, klappt das dann eben nicht, wenn die in dieser, ja, in dieser Angriffsphase gerade sind. Dann haben wir hier noch auf der F-Taste, dass wir bam, ein bisschen mehr aushalten, die Trotzhaltung. Also deutlich weniger Damage kassiert. Dem dicken Schlag halt weichen wir nochmal aus. Ankopf lassen und gib ihm. Und das Schöne ist, wie gesagt, deutlich mehr Leben. Man hält einfach viel mehr aus. Gerade wenn man dann in einer Gruppe unterwegs ist, macht das eben auch richtig Bock. Und man kann dann bei Schwert und Schild natürlich auch noch solche Geschichten hier skillen, dass ihr mehr Schaden macht und die Bedrohung wird erhöht. Also das sind natürlich die wichtigen Talentpunkte als Gruppenspieler. Auch hier wieder erhöht die Bedrohung. Das ist natürlich alles richtig schön. Auch im Def- oder Verteidigungsskillbaum mit drin. Ja, und dann gibt es eigentlich noch eine dritte Variante. Die können wir jetzt vielleicht mal eben live gerade machen. Das heißt, man kann zum Beispiel das und das skillen und dann skillt man das noch mit rein. Oder wir nehmen das hier vielleicht raus und nehmen wir hier noch die Crit-Punkte mit rein und den Sprungschlag nehmen wir mit rein. Schon haben wir hier drei Talentpunkte und dann können wir hier noch ein bisschen mehr Def und torkeln und dann haben wir noch einen, nehmen wir mal mit rein. So, das heißt, man hat einfach eine Hybrid-Skillung aus beiden. Man hat nicht genug, also zum Ende hat man nicht genug Talentpunkte, dass man alles, beides skillen kann, aber man kann es eben beides kombinieren und dann hätte man jetzt hier den Schildhieb, den Schlag quasi zum Unterbrechen und dann kann man trotzdem noch dieses Wirbeln machen und auch noch anspringen oder halt daneben springen. Also diese Kombinationsmöglichkeiten gibt es eben auch. Wenn man sagt, oh ja, ich möchte aber gerne halt zwischendurch das Unterbrechen mit drin haben, da macht das natürlich Sinn, wenn man das einfach beides skillt. Zack, und nochmal der Schlag. Ausweichen, Sprungschlag und gib ihm. Tja, so viel erstmal zum Schwertkämpfer. Wenn dir das Ganze gefallen hat und geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Es folgen noch einige Videos zu den ganzen verschiedenen Waffen. Es gibt noch jede Menge davon. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis zum nächsten Mal.